Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Dass Russland die Bundeswehr ausspioniert, ist nicht so wahnsinnig überraschend. Überraschend ist, dass hochrangige deutsche Militärs sich offenkundig so leicht abhören lassen, während sie ein heikles sicherheitspolitisches Thema besprechen. Daran liegt die eigentliche Brisanz dieses Vorgangs. Und das kann man sich leider auch nicht schönreden. Dass die Russen ihren erfolgreichen Lauschangriff fröhlich selbst offenbaren und ein Riesengetöse daraus machen, ist wiederum eine klassische Psy-Op, eine psychologische Operation. Beim KGB nannte man das früher aktive Maßnahmen. Unruhe stiften, Propaganda befördern, Führungspersonen diskreditieren. Nicole Diekmann berichtet. Feierlicher Empfang für die Gäste aus Deutschland. Der Chef der Luftwaffe zu Besuch bei den rund 200 in Lettland stationierten Bundeswehrsoldaten. Das Treffen, lange im Voraus vereinbart, nach außen hin straff nach Plan und routiniert. Hinter den Kulissen aber tobt der Skandal auch um ihn. Er ist einer der vier, deren Gespräch womöglich von russischer Seite ausspioniert und veröffentlicht wurde. Bis in den Vatikan schlagen die Wellen. Von dort aus äußert sich der Kanzler nach einer Privataudienz beim Papst. Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. Das Verteidigungsministerium bestätigt den Vorfall und hat eine Untersuchung eingeleitet, kann aber noch nicht beurteilen, ob die Inhalte manipuliert wurden. Berlin diskutiert voller Sorge. Spioniert Russland systematisch? Wie gut ist es bestellt um Deutschlands Cybersicherheit? Ja, das ist ein maximal ernstzunehmender Vorgang und wir müssen jetzt schnellstmöglich klären, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder um ein strukturelles Sicherheitsproblem in der Kommunikation der Bundesregierung. Berlin in Aufruhr. Warum veröffentlicht das von Putin gelenkte russische Staatsfernsehen den Leak und warum jetzt? Wir wissen, dass wir seit Jahren, seit Monaten angegriffen werden, hybrid, also dass Gespräche abgehört werden. Und ich persönlich gehe davon aus, dass das jetzt auch lanciert wurde, in die Öffentlichkeit zu bringen. Nach der Debatte eben im Bundestag schicken wir einen Taurus oder nicht, um Einfluss zu nehmen, auch auf die öffentliche Meinung. Möglicherweise auch, um den Kanzler darauf hinzuweisen, er solle sich nicht anders überlegen und doch Ja zu sagen. Weiterer Zündstoff also für die Debatte um Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine. Olaf Scholz sagt nein, denn Taurus bedeutet die Beteiligung deutscher Soldaten. So rigoros jedoch sehen die Militärs das im geleakten Gespräch nicht. Die CDU erhöht den Druck auf den Kanzler. Weil es hochwichtig ist, dass die Ukraine das Signal erhält, dass die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien willens ist, die Befreiung der Krim und die Wiederherstellung der Grenzen der Ukraine von 1991 zu leisten. Dazu gehört Taurus. Und wir verstehen nicht, warum der Bundeskanzler als einziger gegen den Rat der anderen im Kabinett so eine Haltung hat. Das muss aufgeklärt und geprüft werden. Die deutsche Bundeswehr, dieser Skandal könnte sich auch für sie zum Super-GAU entwickeln, sagen Fachleute. Noch ist das Ausmaß nicht absehbar. Tja, fragen wir noch nach in unserem Hauptstadtstudio bei Diana Zimmermann. Das ist schon irgendwie verdammt unangenehm für die Bundeswehr, oder? Ja, das ist es. Dass die Russen die Hand legen konnten an dieses Dokument, offenbart natürlich eine massive Sicherheitslücke. Es wird auch nicht das erste Mal gewesen sein, dass sie solche Gespräche abgehört haben. Mal schauen, was da noch kommt. Wenn der Kanzler jetzt sagt, das sei eine ernste Angelegenheit, so kann man nur hinzufügen, ja, es ist auch eine potenziell gefährliche Angelegenheit und es ist in jedem Fall eine sehr peinliche. Es kann durchaus sein, dass da in der Bundeswehr noch einer oder mehrere Köpfe rollen werden. Machen die Russen das auch, aber nicht nur, um die Bundeswehr vorzuführen? Also sie verfolgen damit schon auch noch andere politische Ziele. Ja, Putin lässt die Muskeln spielen und lässt damit auch den Kanzler nicht besonders gut aussehen. Es ist zwar so, dass in diesem mitgeschnittenen Gespräch, das von den Russen veröffentlicht wurde, diese vier Offiziere erstmal sehr ausführlich darüber diskutieren, wie kompliziert es wird, Taurus-Marschflugkörper zu liefern ohne eine deutsche Beteiligung. Sie sagen auch, das wäre vermutlich nicht kriegsentscheidend. Das bestärkt die Linie des Kanzlers. Sie sagen aber auch, der Kanzler blockiere und er habe keinen politischen Willen, die Ukraine mit diesem Gerät zu unterstützen.
Zweitens kann man sich fragen, wenn dieses Gespräch jetzt am 19. Februar stattgefunden haben soll, so scheint das einerseits ziemlich spät, denn die Ukraine fordert die Taurus-Marschflugkörper schon seit Mai 23. Die Diskussion tobt darum. Warum spricht man erst jetzt darüber? Andererseits sagt der Kanzler ja, er wolle sie nicht liefern. Das sieht also so aus, als wenn die Militärs sich auf eine Kehrtwende des Kanzlers vorbereiteten. Frei nach dem Bürgermeister von Kiew, Klitschko, der die Woche gesagt hat, wenn Scholz jetzt sagt, er liefere nicht, dann bedeutet das mit Sicherheit, dass die Taurus später kommen, zu spät wie üblich. Auch das sieht also schlecht aus. Und drittens gerät Scholz jetzt nochmal unter Druck im Inland von allen anderen demokratischen Parteien. Die sagen, er sei zu zögerlich. Er riskiere mit seiner Zurückhaltung eine Niederlage der Ukraine. Und auf der anderen Seite Putin, der dieses Dokument, dieses Tondokument, das geleakt ist, dafür nutzt, zu sagen, seht her, die Deutschen wieder einmal wollen uns angreifen. Das passt ihm jetzt kurz vor den Präsidentschaftswahlen gut in den Kram. Dankeschön, Diana nach Berlin. Wie gesagt, die Veröffentlichung durch die Russen ist klassische hybride Kriegsführung, die westliche Länder längst in verschiedenen Varianten zu spüren bekommen. Dazu werden wir übrigens morgen in unserer Sonntagsausgabe des Heute-Journals einen Themenschwerpunkt machen. Die ganze Woche war sicherheitspolitisch nicht gerade eine Kür des Kanzleramts. Olaf Scholz war heute aber nicht beim Papst, um sich in dieser bedrückenden Lage seelischen Beistand zu holen. Anlass für die Rom-Reise war ein anderer. In Italiens schöner Hauptstadt versammelten sich Europas sozialdemokratische Parteien, um ihren gemeinsamen Spitzenkandidaten für die Europawahl zu küren. Darüber berichtet Isabel Schäfers. Der deutsche Bundeskanzler, die dänische Ministerpräsidentin, der portugiesische Premierminister und Nicolas Schmidt. Auf dem Familienfoto der wichtigsten europäischen Sozialdemokraten ist er wohl einer der Unbekannteren. Aber das soll sich jetzt ändern, denn Nicolas Schmidt wurde heute zum Spitzenkandidaten der Partei gekürt. Gegenkandidaten hatte er nicht. Sein Programm? Ich werde nicht aufgeben, wenn es um die Chancen für unsere Kinder und Jugendlichen geht. Ich werde nicht aufgeben, wenn es um die Bekämpfung der Armut geht. Und ich werde nicht aufgeben, unseren Planeten zu schützen. Der Luxemburger ist derzeit EU-Kommissar für Arbeit und Soziales. Und damit tritt der 70-Jährige nun gegen seine sehr viel bekanntere Chefin an, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Denn sie wird voraussichtlich Spitzenkandidatin der konservativen Europäischen Volkspartei. Wenn es eine Wahl gibt, dann gibt es keine Chefs mehr. Wissen Sie, da gibt es nur Kandidaten. Frau von der Leyen kommt aus einem großen Land, ich komme aus einem kleineren Land. Sie hat da einen gewissen Vorteil, weil sie bekannter ist aus Deutschland. Sie war Präsidentin, ich war nur Kommissar, aber das wird sich in der Wahlkampagne auch jetzt ändern. Doch Chancen auf den Posten seiner Chefin hat er kaum. Den wird die stärkste Kraft für sich beanspruchen, aber die europäischen Sozialdemokraten stehen in Umfragen derzeit nur auf Platz 2. Mit großem Abstand hinter den Konservativen. Im Aufwind sind in einigen Ländern EU-kritische und rechtspopulistische Parteien. Deshalb ist hier vor allem eine Sorge immer wieder zu hören. Was sie wollen, ist ein nationalistisches Europa. Was sie zu untergraben versuchen, ist, dass unsere Nationalstaaten nur in einem vereinten Europa stark sein können und werden. Wichtig auch die vielen hunderttausend Menschen, die gerade auf die Straße gehen und deutlich machen, wir wollen ein demokratisches Deutschland, die wollen ja auch ein demokratisches Europa. Also das ist unsere Message und auch unser Druckpunkt. Wir müssen auch nach der Wahl die Mehrheiten zwischen den demokratischen Parteien bilden. 3 Monate haben die Sozialdemokraten noch Zeit, auch die europäischen Wähler von ihren politischen Zielen zu überzeugen und von ihrem Spitzenkandidaten. Die USA haben begonnen, eine Art Luftbrücke nach Gaza einzurichten, um die notleidende Bevölkerung dort mit Hilfspaketen aus der Luft zu versorgen. Außerdem scheint etwas Bewegung in die Verhandlungen um eine Waffenruhe in Gaza zu kommen. Zumindest äußerte sich ein Regierungsvertreter der USA in diese Richtung. Es liege eine Vereinbarung auf dem Tisch. Israel habe grundsätzlich zugestimmt und nun sei die Hamas am Zug. Sie müsste sich bereit erklären, Geiseln freizulassen. Unterdessen beginnen in Israel Menschen in die grenznahen Ortschaften zurückzukehren, aus denen sie wegen des Terrors am 7. Oktober geflohen waren. Eine schwierige Rückkehr, wie Michael Beverunge beobachtet hat.
Wer nach Chokeda zurückkehrt, merkt gleich, dass etwas anders ist. Am Tor steht jetzt eine bewaffnete Wache. Der Großteil der 600 Einwohner hat sich in den letzten Wochen zurückgetraut. Selbstverständlich ist das noch immer nicht. Chokeda liegt in der 7-Kilometer-Zone um Gaza, die nach dem 7. Oktober komplett geräumt wurde. In der Ferne ist Rauch über Gaza zu sehen. Der Donner der israelischen Kanonen hallt im Minutentakt herüber. Eviatar Attias kehrte mit seiner Familie im Februar zurück. Das Haus ist wieder aufgeräumt und geputzt, die Raketensplitter aus dem Garten entfernt. Doch wie früher ist es nicht. Wir hatten Heimweh, also kamen wir zurück, aber zurück in eine Kriegszone. Chokeda wurde nicht von der Hamas überrannt, vielleicht hatten sie einfach nur Glück. Am 7. Oktober war Attias früh joggen, versteckte sich vor den vorbeifahrenden Hamas-Terroristen in ihren Pickups. Zurück zu Hause fand er sein Haus voller Überlebender der Massaker. Der Schock wirkt bis heute nach. Auf dem Weg nach Hause hast du Angst, dass plötzlich einer aus dem Busch springt, der über die Grenze kam. Man ist verunsichert. Ich gehe jetzt immer bewaffnet raus, meine Waffe immer in meiner Tasche. Du bist immer in Sorge. Die Kinder spielen draußen und du bist besorgt. Viele Bewohner von Chokeda betreiben Landwirtschaft. Doch seit dem Krieg fehlen die Arbeiter. Im Moment helfen ein paar Freiwillige aus Deutschland aus, mit mulmigem Gefühl. Es ist schwer. Also einerseits pflückt man hier Artischocken, das ist irgendwie schön in der Sonne. Aber 6 Kilometer weiter sieht man halt also den Rauch aufsteigen. Und Krieg ist Krieg. Es leiden immer alle. Ich finde es sehr bewegend, hier die Menschen zu treffen, weil man sehr viel Schmerz in den Gesichtern sieht, auch wenn alle weitermachen. Und ich glaube, das ist so das, was man hier halt lernt, dass auch wenn Krieg ist, das Leben irgendwie weitergeht. Früher arbeiteten auch Palästinenser aus Gaza für Bauer Zion Arad. Die sind alle gegen Hamas. Auch für sie sind das Terroristen. Hamas zwingt sie, für sie zu arbeiten. Sie haben Angst, etwas gegen Hamas zu sagen, weil die sie sonst töten. Die meisten in Chokeda sehen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Sie sollen Hamas ein für alle Mal zerstören. Hamas muss aufhören zu existieren. Wenn nicht, werden wir hier nicht bleiben. Ich habe einen Freund in Thailand. Ich habe auch Angebote, ins Ausland zu gehen. Über 100.000 israelische Flüchtlinge sind noch nicht zurückgekehrt. Viele fragen sich, ob das noch Sinn macht. Derweil führt Russland seinen Zerstörungskrieg gegen die Ukraine weiter. Letzte Nacht gab es wieder schwere Angriffe auf die Hafenstadt Odessa. Damit beginnen bei dir die Nachrichten, Heinz. Ja, die russische Armee hat bei einem Drohnenangriff auf Odessa nach Behördenangaben mindestens 7 Menschen getötet und weitere 8 verletzt. Bei dem Angriff wurde ein Teil eines 9-stöckigen Wohnhauses zerstört. 7 weitere Drohnen wurden laut ukrainischer Flugabwehr in Odessa abgefangen. Russische Angriffe gab es auch weiter östlich in Cherson und im nordukrainischen Kharkiv. In mehreren deutschen Städten gab es heute wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für eine offene Gesellschaft. In Duisburg gingen dafür laut Polizei 15.000 Menschen auf die Straße. Zu der Veranstaltung unter dem Motto Duisburg ist echt bunt hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund aufgerufen. Zahlreiche Vereine und Gruppen hatten sich angeschlossen. Auch in kleineren Städten wie Köthen in Sachsen-Anhalt haben Menschen gegen Hass und Hetze protestiert. Das Bundesamt für Migration soll deutlich mehr Personal bekommen. Innenministerin Faeser kündigte in der Welt am Sonntag an, es seien 1.160 Stellen zusätzlich geplant. Und sie sagte, man tue viel dafür, die Asylverfahren zu beschleunigen und zu digitalisieren. Zuletzt gab das BAMF die Zahl der Menschen, die dort arbeiten, mit rund 8.300 an. Einen Tag nach der Beisetzung des Kreml-Kritikers Nawalny kamen heute weiter Menschen zum Friedhof, um persönlich Abschied zu nehmen. Unter den Trauernden, die Blumen am Grab niederlegten, waren erneut die Mutter und Schwiegermutter Nawalnys. Augenzeugen beschrieben die Situation als ruhig. Die Polizei ließ die Trauergäste offenbar ungehindert durch. Gestern soll es bei Trauerfeiern in 20 Städten mindestens 128 Festnahmen gegeben haben. Im Roten Meer ist knapp 2 Wochen nach einem Angriff der Houthi-Miliz ein Frachter gesunken. Die schwer beschädigte Rubi Ma ging in der Nacht bei stürmischer See unter, erklärte Jemens international anerkannte Regierung in Aden.
An Bord laut US-Militär 41.000 Tonnen Düngemittel. Um das beschädigte Schiff hatte sich bereits ein Ölteppich gebildet. Jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 6, 8, 18, 26, 33, 37, Superzahl 2. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Noch die Wetteraussichten. Morgen im Norden teils stark bewölkt, auch ganz im Westen ein paar Wolken, sonst nach Auflösung örtlicher Nebelfelder viel Sonne. Sehr mild bei 10 bis 18 Grad. Am Montag bei 8 bis 15 Grad, teils freundlich, teils bewölkt und nur wenig Regen. Dienstag und Mittwoch unbeständig und nur noch 6 bis 12 Grad. Das war's von uns an diesem Samstagabend. Bis morgen. Und um 0:25 Uhr gibt es die nächste Heute Express. Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.